Beim aktuellen Dienstag der Steirischen Volkspartei kam es auf Einladung von Landesgeschäftsführer Bernhard Rinner zu einem ersten Zusammentreffen zwischen dem neuen Staatssekretär für Integration Sebastian Kurz und Caritas-Präsident Franz Küber. Der Bedarf nach einem eigenen Staatssekretariat für Integration ist ohne Zweifel gegeben. Die Aufgaben zahlreich und vielfältig. Ein Staatssekretär für Integration kann mithelfen, die vielen offenen Fragen, die da sind, zu bündeln. Und er kann mithelfen, dass die Perspektive, dass zuwandernde Menschen in Österreich Chancen für ihre eigene Zukunft haben müssen, aber auch wir alle, die Zuwandernden und wir, Chancen und Verpflichtungen haben, aufeinander zuzugehen, aber auch die Fragen der Zukunft gut zu bewältigen. Die haben mit Arbeit zu tun, mit sozialer Sicherheit zu tun, die haben mit Chancen für Zukunft zu tun, die haben mit Fragen der Staatsbürgerschaft zu tun und, und. Als erstes einmal eine Versachlichung der Debatte. Zum zweiten zu investieren und zu fördern, wo es immer nur möglich ist, wenn es um Deutsch geht. Und zum dritten aber auch einzufordern, dass Integration stattfindet. Das heißt, ein Aufeinanderzugehen, ein Aufbrechen von Vorurteilen und ein Chancennutzen. Einig waren sich beide Diskutanten darüber, dass das Erlernen der deutschen Sprache ein Schlüssel für gelungene Integration ist. Sprache, und das haben wir heute in der Debatte auch gemerkt, ist für jeden, auch für uns, Identität. Und daher ist es so wichtig, dass man hier behutsam und klug vorgeht, aber viele Brücken baut, damit Leute, wenn sie zu uns kommen, gut Deutsch lernen. Aber genauso müssen wir respektieren, dass die Leute ihre Muttersprache gut können. Also ich glaube, wir haben in einem Punkt eine gemeinsame Linie und das ist sehr wichtig, nämlich dass Deutsch das Fundament für gelungene Integration ist. Und ich glaube, mit der Caritas wird man sehr gut zusammenarbeiten können. Sie ist eine der großen Organisationen, die in dem Bereich tätig sind und Integration vor Ort am Boden bringen.